Servus ihr Lieben, hier ist wieder Rufus, euer Zootester. Ich melde mich heute bereits aus dem Zoo Nürnberg bzw. Tiergarten Nürnberg und wir schauen uns heute den Tiergarten Nürnberg an. Was Besonderes ist auf jeden Fall, hier gibt es mal Delfine. Ich weiß, Delfinhaltung ist ein sehr schwieriges Thema. Dafür habe ich ja bereits im Vorfeld ein separates Video gemacht, wo ihr meine Meinung dazu auch anschauen könnt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ansonsten freue ich mich sehr auf diesen Zoobesuch. Und es bietet hier mit Sicherheit genügend. Es gibt Löwen, Tiger, Eisbären, Delfine, wie eben bereits gesagt. Und ansonsten möchte ich euch gar nicht mit meinem Gelaber langweilen und wir gehen jetzt einfach mal los. Also, wir haben jetzt unseren Hunger gestillt und ich kann wirklich sagen, ich kann euch hier den Lagunenblick nur wärmstens empfehlen bei den Delfinen. Das ist wirklich genial vom Ambiente her so, naja, das ist ein bisschen verbesserungsbedürftig, aber geschmacklich die Barbecue-Burger, die wir beide hatten, ich ohne Käse, meine Freundin mit Käse, waren einfach bloß ein Traum. 10,90 Euro war ein fairer Preis. Dazu gab es auch noch einige Pommes. Es hätten gerne ein paar mehr sein dürfen, aber prinzipiell Pommes gab es auch dazu. Und ebenfalls Salat. Es gab zu diesen 10,90 auch noch den Salat mit dazu. Einfach bloß ein Traum. Also, wenn ihr hier seid, Tiergarten Nürnberg, Lagunenblick.
So, wir sind gerade eben, ich würde es jetzt mal einfach nennen, aus dem Wüstenhaus oder anders gesagt, auch wir waren im Terrarium und zwar wirklich selbst im Terrarium drin. Mir hat es sehr gut gefallen, es war mal was vollkommen Neues und wir schauen jetzt mal weiter. Naja, also so begeistert ich bisher von eigentlich fast allen Gehegen hier im Tiergarten Nürnberg war, muss ich hier tatsächlich gegen Ende des Zoo-Aufenthalts tatsächlich das Gorilla-Gehege einfach noch bemängeln. Sowohl das Innengehege wie auch hier die angebliche Freianlage ist einfach zu klein. Da braucht man, denke ich, auch nicht drüber reden. Ihr seht es ja selber. Das Ganze wäre größer einfach wünschenswert. Thank you.
Also, das war der Zoobesuch im Tiergarten Nürnberg. Ich muss wirklich sagen, es hat im Großen und Ganzen voll überzeugt. Es gibt ein paar Punkte, die müssen dann im Fazitvideo auch angesprochen werden. Aber an und für sich wirklich ein sehr schöner Zoo, so viel schon mal vorweg. Und ich gehe heute auch nicht wie aus Frankfurt mit leeren Händen nach Hause. Ich habe für mich selbst auch wieder einen Magneten gefunden für 3 Euro und nicht wie in Frankfurt für 4 Euro. Und auch noch hier eine schöne Tasse, die jetzt aus Sicherheitsgründen eingepackt ist. Ich bin ziemlich tollpatschig, da hoffe ich mal, dass das hilft. Diese präsentiere ich euch dann im Fazitvideo. Und bis dahin kann ich nur noch sagen, auf Wiedersehen.